Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und was habe ich euch heute hier mitgebracht? Ganz klar und ganz logisch, ein weiteres Display. Es ist nämlich wieder Freitag, das bedeutet doch auf diesem Channel Display-Freitag, wenn ein neues Set erscheint. 6 Stück hatte ich für euch, 5 habe ich jetzt noch für euch. Ein Display habe ich letzte Woche euch schon gezeigt, das erste davon. Und nun folgt das nächste. Mit welchem sollen wir weitermachen? Ich nehme jetzt einfach mal dieses hier. Dann kommt dieses Display folglich heute dran. Ich überlege gerade, wie ich das hier hinstelle. So, vielleicht. Und ja. Lassen uns auch direkt damit starten. Mit diesem Display. Ihr seht hier noch an der Seite jede Menge Tüten. Hier. Und die kommen alle von dem ersten Display. Letzte Woche hatten wir sehr, sehr coole Pulls gemacht in diesem ersten Display. Und ich hoffe, dass es diese Woche genauso weitergeht. Leider noch keine Mega-EX Full Art gezogen. Das wäre natürlich das Highlight. Für mich persönlich. Weil ich die sehr gern mag, die Starter und dessen Full Arts. Ja. Nun wagen wir uns einfach mal hier dran. An dieses Display. Und dafür zoomen wir natürlich ran. Ganz genau, um das hier schön kenntlich zu machen. Das ist das wunderschöne Display. Hier an der Seite Bisaflor, Raichu und Mega Glurak und Mega Totok. Und geöffnet sieht das Ganze so aus. Mit Raichu hier und Mega Totok dort. Und nun starten wir auch schon mit der ersten Hälfte. Also mit dem ersten Part. Ich öffne ein Display immer in 2 Parts, also 2 Hälften. So wird das eingeteilt. Lade ich natürlich noch am selben Tag hoch den zweiten Part. Meistens 2 oder 3 Stunden versetzt. Je nachdem, wie lange das Hochladen braucht. Jo, und nun starten wir. Code an die Seite. Die 3 hinteren vor die 2 davor. So dass die Reverse und die potenzielle Seltene ganz nach hinten rücken. Also da ganz hinten können dann in dem Fall nach dem Kartentrick die EX oder sonstiges sitzen. Macholo, Fukano, Pikachu. Ich liebe dieses Oldschool-Design übrigens. Das ist ja quasi das Base-Set Reprint, also Basisset. Neuauflage. Die Psychoenergie, Glumanda, Hyperheiler, Porygon. Taubos Geistesbund, Hornliu ist die Reverse und die Stern Arcani. Jo. Arcani auch damals früher, das weiß ich noch ganz genau. Da dachten so viele Leute, dass Arcani ein legendäres Pokémon sei, weil es nämlich das Legendär-Pokémon ist. Es heißt in dieser Kartenbeschreibung an sich das Legendär-Pokémon. Ist es natürlich nicht, also es ist kein legendäres Pokémon. Aber es zählt als, ja, als Klasse der Legendär-Pokémon. Hier haben wir dann Glumanda. Sehr schön. Rapfratz, Dikda, Nebulak, Raupi, Energie zu gewinnen, Bisaflor Geistesbund, Glutexo, Magma ist die Reverse und die Stern Diktri. Ich habe zum Beispiel noch kein Glurak Holo gezogen. Das warte ich natürlich noch. Ich habe das Gefühl, dass immer die Mega Glurak Packs bei mir nicht so leicht zu öffnen gehen. So, und hier in diesem Pack Vulpix, Electek, Traumato, Ponyta. Ups. Nidoran männlich, Trank, obwohl ich nicht verstehe, warum Trank eine Ankommenkarte sein soll, also eine Karo-Karte. Pokédex, schau dir die obersten 5 Karten deines Decks an und lege sie in beliebiger Reihenfolge zurück auf dein Deck. Nicht schlecht. Quapuzzi, Glutexo ist unsere Reverse, sehr schön. Oh, und Yugong, aber ganz schön Miscut, ist die Stern. Miscut bedeutet, wenn oben die Länge viel zu lang ist im Vergleich zu unten oder seitlich auch miscuttet wurde.
also sich verschnitten wurde. Schon 3 Packs geöffnet. Nun hier Nummer 4. Und die geht nicht so leicht auf. So. Und da haben wir Nidoran, männlich, Macholo, Fukano, Pikachu, Psychoenergie, Glurax Geistesbund, Doppelfarblos Energie, Nidorino, Nidoran, männlich ist unsere Reverse und die Rare ist Mistys Entschlossenheit Full Art. Wow. Hammermäßig. Und auch hier ihre Frisur hat eine Textur. Also eine passende Textur, meine ich damit. Unglaublich. Sehr, sehr schönes Artwork. Misty hier in Action. Mistys Entschlossenheit. Lege eine Karte von deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Wenn du das machst, schau dir die obersten 8 Karten deines Decks an und nimm eine davon auf deine Hand. Mische die anderen Karten anschließend in dein Deck. Sehr schön. Sehr, sehr schön. In dem letzten Display habe ich auch eine sehr schöne Full Art gezogen, die dazu jetzt super passt. Ihr könnt euch sicher denken, welche ich meine, falls ihr es gesehen habt. Falls nicht, schaut es euch an. Von meinem Kanal aus kommt ihr auch zu Playlists, die ich selbst erstellt habe. Dort findet ihr die vorherigen Displays und die Parts dazu. Sehr schön. Nächstes Pack. 4 Packs geöffnet und eine Full Art gezogen. So lobe ich mir das. So. Mein Ziel wäre es so, in diesem Display das Gluacolo zu ziehen. Das finde ich schön. Sterndu, Kampfenergie, Carpador, Onix, Sandan, Safcon, Bisaflosk Geistesbund, Magma, oh, Nidoking Turbo schon wieder und Radikal. Nidoking Turbo schon wieder, warum sage ich das? Weil ich es nämlich erst letztens gezogen habe. Sehr schön. Ist eine doppelte Karte, also bekommt sie diese Hülle fürs erste von mir. Und nun das Negabisaflor. Artwork. Wenn es hier mit mir kooperieren möchte. So. Ich hoffe, ich beschädige die Karten dadurch nicht. Hier haben wir Sandan. Und Vulpix. Electek. Traumato. Punita, Mashok, Hyperheiler, Kokuna, Porenta, Stern, Reverse und die Rare ist Mega Turtok EX mit Hydro-Kanone. 220 KP. 120 Schaden macht Hydro-Kanone. Dieser Angriff fügt 2 Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Sehr schön. Sehr nices Artwork. Das ist ein Reprint von dem Mega Turtok EX aus XY-Basis. Wow. Also eine Turbo, eine Mega EX und eine Full Art. Ja. Dieser Part ist also schon quasi so gut wie gelaufen. Außer hier ist noch mehr drin. Diese Vermutung habe ich. Eieiei. Das ist wieder ein Mega Glurak Artwork, oder nicht? Ja. Das macht mir immer die meisten Probleme. Jetzt bleibt sogar die Code Card drin. Was ist hier los? So. Nächstes Pack.
Quapsel. Das unglaubliche Quapsel. Volteball, Hornliu, Radfratz, Tangela, Maschok, Doppelfarblos-Energie, Glorax Geistesbund, Macholo, Starmie ist die Stern in diesem Pack. So, noch weitaus über 10 Booster. Auch nicht so schön geöffnet. Was soll's? Hier haben wir einen Dick da. Glumanda, Jurob, Magnetilo, Nebulak, Glutexo, Kokuna, Smogon, Turtox Geistesbund in Reverse und Bibor ist die Stern. Übrigens passend hier Misty und Mega Turtok. Nur so angemerkt. Natürlich beides Wasser. Mit Wasserthematik. Ach du Heiliger. Also dieses Pack geht gar nicht auf. Eieiei. Wer hat sich das ausgedacht? So. Radfratz haben wir hier, nach dem endlich geöffneten Pack. Sterndu, Kampf, Energie, Carpador, Onix, Safcon, Professor Eichstipp, Drokkus Durchhaltevermögen, Alpollo, yes. Leider gibt's in dem Set keinen Gengar. Und Yugong ist die Stern. Hier wieder das problematische Glurak-Pack. Diesmal aber funktioniert's. So, und hier haben wir Vulpix, Nidoran, Fukano, Radfratz, Electek, Smogon, Professor Eichstipp, Safcon, Electek ist auch die Reverse und Starmie ist die Stern. Hier haben wir Macholo, Pikachu, Magnetilo, Ponita, Sandan, Mistys Entschlossenheit. Da hinten haben wir die Full Art davon. Und hier ist Secret Rare, Kokowai. Wenn das tatsächlich eine Secret Rare in dem Sinne ist, Wartung, Carpador und Porenta ist die Stern. Nun gehe ich nochmal hier drauf genauer ein. Also das bilinguale Kokowai ist das hier. Der Text auf Japanisch und auf Deutsch zugleich hier drauf. Ist technisch gesehen eine Secret Rare, ist nur nicht so selten. Bei weitem nicht. Hier sind die Sleeves, die ich im Moment benutze. Mache ich mal ein Päckchen auf. Hol mal einen Stapel raus und leg's mir wieder hier an die Seite. So dass ich die doppelten schön hier einhüllen kann. Kokowai. Jo. Nun. Nächstes Pack. Ja. So. Hier haben wir Sandan. Vulpix. Nidoran männlich. Fukano. Radfratz. Taubos Geistesbund. Porygon. Pokédex, Safcon, Reverse, Lamus EX mit 180 KP, Tagedieb, für 2 Farblos, heile 60 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Dieses Pokémon kann während deines nächsten Zuges dafür nicht angreifen. Ist ein bisschen öde. Blitzartiger Platscher zieht 100 Schadenspunkte. Nun in einer Hülle.
Und schon wieder passend zum Wasserthema hier. Nächstes Pack. Oh, und das startet mit einer Feenenergie. Auch sehr schön. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Onyx, Sterndu, Dodu, Hornliu, Rokkos Durchhaltevermögen, Alpollo, Beleber, Raupi ist die Reverse, oh, und Mewtwo ist die Sternkarte in diesem Fall. In Holo gibt es das Mewtwo in dem Teendeck. So. Einfach gerippt, dieses Pack. Hier, Hornliu, Macholo, Pikachu, Magnetilo, Ponyta, Alpollo. Oh, das war die Secret Rare, in Anführungsstrichen, die ich vergessen habe. Imakunis Dodu. Yo, kein Scherz, Imakunis Dodu. Fieberhafte Flucht. Locker aus dem Handgelenk. Wenn sich dieses Dodu zurückzieht, wirf diese Karte wie ein Frisbee so weit weg, wie du kannst, um dem flüchtenden Dodu den größtmöglichen Vorsprung zu verschaffen. An dem Text merkt ihr hoffentlich, das ist eine Joke-Karte. Hier unten steht nämlich rot in dem Text. Diese Karte kann nicht auf offiziellen Turnieren gespielt werden. Ist also wirklich nur eine Scherzkarte. Harmonisieren, 30 Schadenspunkte für 2 Farblos. Sobald du diese Attacke einsetzt, musst du anfangen, ein Lied zu singen. Wenn du singst, geht das Spiel weiter. Oder während du singst, geht das Spiel weiter. Wenn das Lied zu Ende ist, fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte zu. Ist einfach ziemlich bescheuert. Ist aber eine lustige Karte. Ist also scherzhaft gemeint. Safcon. Oh, Glorax Geistesbund ist die Reverse und Bibor ist die Stern. Diese Karte hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen bekommt sie von mir auch erstmal diese Hülle. Sehr schön. Nun geht's aber fix weiter, denn ich sehe, dass der Akku blinkt von meiner Kamera. Das muss jetzt schnell gehen. Oh, oh, oh. Und dieses Booster macht es mir nicht leicht. Na. Jetzt wäre es mal wieder Zeit für eine Holo, finde ich. Karpador, Europ, Quapsel, Tangela, Voltoball, Energiezugewinn, Kokuna, Lamus Geistesbund, Smogon ist die Reverse. Oh, und Nidoking ist die Holo, auf die ich gewartet habe. Schaut euch das an. 150 KP. Grollen, 40 Schadenspunkte. Das verteidigende Pokémon kann sich während des nächsten Zuges deines Gegners nicht zurückziehen. Das macht Grollen. Schweifschwung zieht 100 Schadenspunkte. Dieser Angriff fügt jedem Basis-Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Das ist sehr schön. Sehr nice. Ich finde die Farbkombi mit diesem Psychotyp und dem Oldschool-Artwork Hammer. Obwohl es natürlich Gift symbolisieren soll. Sehr schön. Oh, wow, wow. Schnell. Letzten 3 Packs. Bevor der Akku zur Neige geht. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn das jetzt abbrechen würde. Deswegen umso schneller. Voltoball. Feenenergie. Onyx. Sterndu. Dodu, ein anderes Dodu als Imakunis Dodu. Hier Quapuzzi, Mistys Entschlossenheit, Turtox Geistesbund, nice. Pflanzenenergie als Reverse und Elektroball. Letzten 2 Packs. Schnell hier abfrühstücken. Nein. Glurak, 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 was ist denn mit dir los? Mag mich Glurak nicht? Unglaublich. So.
Und hier haben wir Radfratz, Dicta, Nebulak, Raupi, Donnerenergie oder Elektroenergie, Nidorino, Tausch, Totox Geistesbund, Fukano ist die Reverse und Megalamus EX? Ach nein, Megalamus EX 220 KP, träge Wirbelrolle. Drei Wasserenergien, dieses Pokémon ist jetzt verwirrt. Während deines nächsten Zuges fügt die Attacke träge Wirbelrolle dieses Pokémons 100 weitere Schadenspunkte zu, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet wurden. Boah, also 100 und in der nächsten Runde 200 Schadenspunkte. Das ist verrückt. Aber dafür ist das Pokémon auch verwirrt. Also es ist ein relativ großes Risiko, diesen Angriff einzusetzen. Und dennoch passend auf jeden Fall zu Lamus und Megalamus. Letztes Pack mit Raichu Artwork. Schön, das Megalamus haben wir auch drauf gekriegt. Nun, letztes Pack hier. Vielleicht ziehen wir noch eine Holo, vielleicht auch nicht. Hier jedenfalls die Elektroenergie, Carpador, Jurob, Quapse, Tangela, Supertrank, Lamus Geistesbund, Belleber, Dicta, Reverse. Nein, und noch eine Holo. Pipi. Sehr schön. Jetzt Feentyp. Einzigste Karte vom Feentyp in diesem Set. Gesang. Wirf eine Münze bei Kopf, schläft das aktive Pokémon deines Gegners jetzt. Und Metronom. Wähle einen Angriff des aktiven Pokémon deines Gegners und verwende ihn als diesen Angriff. Sehr schön. Also ihr seht, damals war Pipi ziemlich selten und auch ein seltenes Pokémon, auch in den Games. Und deswegen war Pipi damals auch eine Holo-Karte. So, nun werde ich mal dieses Set hier zusammenfassen. Also, was heißt das Set? Das zusammenfassen, was wir gezogen haben. Hier. Schönes draus. Und das war eine ganz schöne Menge. Also, gezogen. Nidoking, Turbo und Kokowai, das bilinguale Kokowai, auf Japanisch und Deutsch, Imakunis Doru, die absolute Scherzkarte, hier auch am Artwork zu erkennen, das soll übrigens Imakuni sein. Ist eine längere Geschichte, Imakuni, versteht nur leider keiner hierzulande. Nidoking, hier als Holo, genauso wie Pipi. Lamus EX, Mega Lamus EX und Mega Turtok EX. Über diesen Pull bin ich sehr, sehr froh. Genauso wie über Mistys Entschlossenheit in Full Art. Alles in allem ein sehr schöner Part und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und schaut auch weiterhin zu, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe und ja, und vor allen Dingen bei den Displays und bei dem zweiten Part. Der kommt auch jetzt gleich direkt hochgeladen. Und freut euch drauf. Sowie auf die weiteren Displays und alles, was ich noch mit euch vorhabe. Euer Pokémaniac. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß weiterhin. Bis dann.